Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dredge. Wir sind zu den letzten Inseln gefahren, die wir jetzt so noch nicht erkundet hatten. Und ja, das abends wurde, haben wir uns einen Dock gesucht. Und hier, ja, erwartet uns ein Mann, von dem wir noch nicht wissen, was er von uns will. Daher würde ich sagen, wir machen gleich mal weiter und schauen mal, was er von uns möchte. Oh, welch wunderbarer Tag. Ein neuer Jünger wird an meinem Gestade getrieben? Komm an Land, schwaches Menschlein, und ruh deine müde Seele aus. Unsinn. Deine Ankunft ist eine wahre Fügung. Ich habe gerufen und jetzt kommst du als Antwort. Der Ritus der Läuterung steht kurz bevor und du wirst mein Nachfolger sein. Ich mach mich mal auf. so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich sollte mich wirklich mal aufmachen. So, tschü, bin da mal weg. Was würde passieren, wenn wir es machen? Okay, wir machen es mal. Das Meer wird dich bei Zeiten wieder zu mir bringen. Okay. Ah, okay. Wir haben hier aber verschiedene Sachen. Welche Statue willst du dir ansehen? Okay, dann gibt es hier verschiedene Statuen. Steinsäulen. Sehr schön. Die steinernen Säulen des Tempels sind mit Texten und Bildern geschmückt. Was davon willst du dir ansehen? Okay. Da gibt es also ein bisschen was zu sehen. Wir könnten noch was in mein Lager packen, was unsinnig wäre, denn eigentlich würde ich gerne... Wir müssen mal gucken, wir fahren jetzt rechts. Wir würden mal gucken, was da ist. Ich weiß, dass da noch Papier ist. Hier liegt halt noch einiges an Schrott rum, ne? Also eigentlich würde ich ja gerne erstmal die fahrende Händlerin finden wollen. Die müsste sich doch irgendwo... Oh. Okay, hier ist... Ah, das ist sie doch. Meiner. Okay, irgendwas ist in der Kajüte hinzugefügt worden. Guten Tag. Boah, braucht mir lange zum Anlegen. Heide Witzka. Man bekommt nicht für alle Fische denselben Preis. Ja gut, das kennen wir ja schon. Okay, hätte ja sein können, dass hier irgendwas Neues von sich gibt. Nö. Gut, dann haben wir das. Dann gucken wir natürlich im Schwimmdock nochmal nach. Haben wir? Ne, wir hatten... Das war eine Brille, die wir bekommen haben. Okay, okay, okay. Dann natürlich in der Werft. Wir wollen natürlich hier dich kaufen. Denn wir wollen unseren Motor, unseren Best in Praxis. Eventuell können wir uns den morgen sogar schon leisten. Oh... Will mal kurz was gucken. Wie sieht's mit hier Krabbenkörben aus? Oh, perfekt. Guck mal. Einer. Hier hin. Einer. Hier hin. Mal gucken, was sich da sammelt an Krabben. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal in unsere Kajüte. Wir haben ja einmal die Enzyklopädie. Da haben wir, oh, da haben wir den jetzt dazu bekommen. Ja, sehr schön. Und Nachricht. Mein Liebling, endlich habe ich dich gefunden. Als du gingst, war ich am Boden zerstört. Aber nun fühle ich mich beinahe wieder heil und ganz. Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Wirf mich zurück. What? Okay. Irgendwie... Achso, wir haben ja auch noch diesen Silberteller dabei. Irgendwie schon ein bisschen crazy. Aber okay. So, ich würde sagen, wir schlafen jetzt und erkunden weiter am Tag erstmal die Inseln, bevor wir hier irgendwie mit dem Fanatiker quaggeln. Danke dir. Halt. Ach, Mann, oh, immer das Falsche. Motor. Power. Ja, so, dann haben wir jetzt alle Motoren erforscht.
Ja. Mutter, Mutter, Mutter. Wo ist er denn? Der hier, ne? Ja. Powermotor will ich haben. Verkaufen. Oh, wir haben dann noch... Ja, doch, stimmt. Klar, wir haben mehr Platz. Was? Erstatten? Nee. Einbauen. Hä? Ach so. Ich habe auf Erstatten gedrückt. Boah. Haben wir noch einen? Nein! Okay. Gut, der Tag ist natürlich jetzt schon mal ein bisschen fortgeschritten, ne? Aber wir können ja mal anfangen, hier kurz Fische zu fangen, die wir noch nicht kennen. Ist ja immer von Vorteil. Oh. So. Keine Anomalie? Schade. Schade, 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 Banane. Da ist doch auch irgendwas. Was seid ihr? Ihr seid wirklich was Böses? Oh, interessant. Gehe ich davon aus, wenn ich raus will, habe ich ein Problem? Weil ihr mein Schiff beschädigen werdet. Außer ich bin schnell genug. Das kann natürlich auch sein. Werden wir gleich sehen, was passiert. Hier ist dann noch was. Gucken gleich noch mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Weil nur dafür jetzt hier rein. Oh, hier. Oh, warte mal. Fortfahren. Sprengladung benutzen. Wir haben noch eine. Extra für sowas haben wir nämlich eine Sprengladung dabei. Sehr schön. Okay, dann gucken wir noch mal. Ist hier noch was drin? Nö, das war's eigentlich, ne? Nur diese Sachen waren jetzt da drin. Okay. Ich würde ja fast sagen, wir gucken mal, was war hier schon. Wow. Okay. Können wir aber... Dann müssen wir mal gucken. Das können wir doch so... Kann man das irgendwie packen... Das war hier. So. Müsste doch gehen, oder? Ja. Eieiei. Was für ein dicke. Was für dicke Dinge. So, dann erstmal schwimmen. So. Dann haben wir wieder natürlich... Wir haben ja noch Köder da. Aber den Blödsinn müssen wir eigentlich verkaufen. Jetzt hatte ich noch... War das Schwimmdoktor? Ja. So. Mann, dich erstmal fertig. Und dann packen wir hier noch... Okay, einmal und das noch einmal. So, das bedeutet, wir hätten jetzt von den Angeln her... Müssen wir mal gucken.
Wann kann ich dich forschen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich brauchen wir da irgendwas ganz Spezielles. Dich müsste ich noch forschen. Zeig mal, hast du wieder vor... Oh, du hast Forschungspunkte da. Sehr gut. Wir brauchen auch einmal dich, bitteschön. Natürlich will ich dich eingebaut haben. Dann schlafen wir kurz. Ne, wegen der Zeit, ne? Und dann gucken wir mal, können wir dich? Ne, dich können wir immer noch nicht. Netze können wir... Porsche Schleppnetz. Wir machen einfach jetzt hier noch eine Forschung rein. Außer wir haben natürlich hier noch eine Forschung, die wir noch machen können. Ah, perfekto. So. Schleppnetz mit Schlapp... Was? Da stand was für Schleppnetz mit... Nee, das haben wir gerade geholt, ne? Schleppnetz mit Schlammfilter. Mangroven und Flachwasser, okay. Vulkanisch und Küstennähe. Flachwasser, Flach... Ja, ich weiß nicht, was am besten ist. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. So, unser Schiff sieht aber sonst eigentlich ganz gut gewappnet aus. Wir gehen nochmal kurz in die Werft wegen der Angel. Weil wir haben hier Ozean und Küste, Flachwasser. Küste, Flachwasser haben wir hier aber auch schon. Deswegen brauchen wir irgendwas mit Ozean. Das wäre ja das hier. Küste, Flachwasser, Ozean. Rein hypothetisch. Küste, Flachwasser, Ozean, Mangrove und Dings haben wir ja hier schon. Wir brauchen aber irgendwas mit Ozean. Gab es nur diese Angel mit Ozean? Also, die wäre jetzt auch Ozean dabei. Ja. Aber es wäre nicht die ideale, würde ich fast sagen, ne? Oh. Eine Dreier wäre da noch eine Möglichkeit. Vulkanisch Flachwasser. Küstenmangroven. Ozean haben wir gar nicht so viele, ne? Es gibt wirklich die als Ozeanangel. Diese große, fette. Wo wir auch Küste und Flachwasser, was wir hier ja auch haben. Aber dann haben wir keine vulkanischen Mangroven. Da hätten wir höchstens diese hier. Mit der in Verbindung. Das muss ich mir wirklich nochmal überlegen. So, ich würde sagen, wir haben es morgens. Wir gucken hier nochmal ganz kurz rein. Oh, da haben wir noch Schuppenfußschnecke. Wenn man das Niesel entdeckt. So. Das bedeutet, wir haben natürlich jetzt hier, gerade im vulkanischen Gebiet, noch ein bisschen... Da ist natürlich noch einiges offen. Aber so viel ist das gar nicht, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Haddel, das fehlt uns halt noch. Stimmt, dieser Haddel fehlt uns. Oh, wir haben ja hier eine große. Aber die dauert dann eben dementsprechend lange, ne? Da wären zumindest die Mangroven dabei. Hm. Da wären zumindest die Mangroven dabei. So, da will ich halt ungern rüberfahren, weil ich gehe mal davon aus, dass es gibt Schaden. Was ist das? So. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Schätze. Oh, was ist das? Guck einer an. Ein steinerner Schrein. Eine aufrecht stehende Steinplatte. Erwartet drei... die erwartet einmal die Krabbe und noch eine andere Krabbe. Da muss es hier noch eine Art Krabbe geben. Gut zu wissen. Wir haben zwei Netze ausgeworfen sozusagen. Das ist schon mal gut. Weiß halt nicht, ob wir es jetzt schon anwenden sollen. Okay, da ist noch was. Also ich tippe mal, dass es hier Haufen Schätze geben wird. Den fangen wir doch mal alles ein, was wir gebrauchen können.
Die müssen wir ja dann wieso mal verkaufen gehen. Wieder mal. Ja, so, haben wir auch. Ich glaube, das gibt sogar einen Erfolg. Wenn man... Und da haben wir, glaube ich... Jawohl. Ich glaube, mehr von den Anomalien gibt es da gar nicht. Ne? Ja, mehr von denen gibt es nicht. Das bedeutet, theoretisch brauchen wir von denen keine mehr fangen. Theoretisch. So, wo kommen wir denn eigentlich jetzt hier nochmal raus? Da sind ja nur die Fische. Wo kommen wir denn her? Okay, da haben wir noch was zum Sprengen. Wo kommen wir denn her? Wir kommen von da rechts. Hier hätten wir noch was zum Sprengen. Welcher Motor ist denn jetzt beschädigt? Och nee, der große ist beschädigt. Nee, dann müssen wir... Sorry. Da muss ich kurz Motor reparieren fahren. Da haben wir die eine Krabbe. Können wir gleich mitnehmen. Vielleicht können wir das ja gleich machen, ne? Für den... Ich tippe mal, das hat was mit dem alten Mann dann zu tun. Ja. Ja, 30 für die Reparatur. Das ist ja wirklich... Das ist wirklich lächerlich. Muss man einfach mal so sagen. So, dann weg. Haben wir die andere... Ne, im anderen Korb noch eine große drin? Ah, leider nicht. Nur eine Trophäe. Okay. Noch nicht. Deswegen warten wir, bis wir die große haben. Ich merke diesen Unterschied von der Fahrgeschwindigkeit. Das ist so immens, ne? Oh, da ist noch was. Auch hier können wir wieder sprengen. Das bedeutet, wir sollten ein paar Sprengfallen mitnehmen. Was ist das denn? Das ist was anderes. Das kenne ich noch nicht. Steintafel. Oh, ich glaube, das ist hier, was war hier? What the hell? Da ist was ganz groß. So, wir sprengen das und fahren wieder zurück, ey. Oh Mann. Also, wir gucken vorher, ob wir das da noch kriegen. Was da? Aua. Nein, wir können das Ding noch nicht fangen. Ach, Manno. Kann man da einfach rüberfahren? Ich weiß es halt nicht, ob man über diese Vulkane einfach so drüber fahren kann. Das sollte man vielleicht nochmal testen. So. Forschungspunkte haben wir gerade nicht. Haben wir irgendwas gefangen? Nö, wir sind einfach nur kaputt, ne? So. Stimmt, keine der Angeln? Hat bisher eine Fangmöglichkeit für dieses Abstings. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Und die Dinger halten auch nur eine, na gut, die halten halt eine gewisse Zeit. Fangen aber, glaube ich, automatisiert, ne? Ah ja. Okay, was haben wir denn nochmal dabei? Die Steintafel können wir ja erstmal ins Lager, würde ich sagen. Ich wette, die brauchen wir bei dem alten Mann. Packen wir erstmal hier rein. Doch, wir gucken nochmal. Hier Forschung. Sprengsatz brauchen wir. So, haben wir das auch gefangen? Ja, auch gefangen bin ich deppert. Haben wir das auch. Das bedeutet, jetzt können wir rein technisch gesehen als nächstes das machen.
Mangrovenflachwasserküste. Ja, die beiden sind schon nicht schlecht, aber die Netze halten halt. Ja, nicht wirklich lange. Komm, wir schlafen bis zum Tag wieder. Ich habe keinen Bock, in der Nacht loszuziehen. Dann können wir nämlich auch nochmal Sprengstoff kaufen. Und noch einen Forschungspunkt. Bei den Sprengstoff werden wir ganz schnell los. Oh. Wir fahren jetzt erstmal nach hier. Hier waren wir ja. Da sind wir dann da durchgebrochen. Okay, dann hatten wir hier noch. Oh, was war das? Was ist das? Ach, Orcas. Ey, erschreckt mich nicht so. Dann könnten wir theoretisch hier auch noch Sprengstoff benutzen. Dann hätten wir eine Durchfahrt. Auf der Seite ist auch schon mal was. Aber ich würde sagen, wir fahren mal hier weiter. Erstmal. Da sind Fische. Da sind Fische. Aua. Lasst mich in Ruhe. Böse Fische. Haben schon wieder. Ach Mann, wir brauchen dieses dumme andere. Da sind auch wieder Fische. Fischi, Fischi, Fischi. Da sind aber auch. Jetzt ist die Frage. Ich weiß halt nicht, auf in welcher Entfernung die Fische reagieren. Weil rein technisch gesehen hätte ich gesagt, ich will jetzt hier angeln. Hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon, okay. Aber wir hatten, glaube ich, noch keine Anomalie, ne? Wir hatten nur einen großen davon. Ah, da ist sie, ja. Ich glaube, eine Anomalie hat diese Sorte Fisch. Und da ist noch was. Da ist wieder ein. Oh Mann, 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 Mann. Okay. Oh, da ist der große. Da ist noch eine Steinta noch so ein Steinding. Okay. Was erwartest du? Fortfahren? Nee, du erwartest so ein Vieh und ein Rochen. Okay. Aber hier ist auch noch was. So. Okay. Wie gesagt, hier kommen wir durch, Gott sei Dank. Weil wir Sprengstoff dabei haben. Sehr schön. Boom. So. An dem da kommen wir, glaube ich, nicht ran, weil wir nicht dieses Absyl haben. Genau. Jetzt sind wir hier an der Insel. Okay, dann haben wir hier die nächste Insel. Geh weg. Verfolgt mich. Was passiert, wenn der Fisch uns erwischt? Nicht viel. Geh einfach mal weg. Okay, dann haben wir auch die Anomalie. Und dann würde ich ja sagen, wir machen uns auf dem Heimweg gerade. Ich weiß nur noch nicht, wo der sein soll. Irgendwo in die Richtung. So. Nein.
Nein. Aua. Ah, wo fahren wir hin? Okay, hier ist der Durchgang, den wir uns geschaffen haben. Dann müsste irgendwo hier hinten... Boah, also hier werden wir unser Boot, glaube ich, sehr oft reparieren müssen. Leider Gottes. Eieieiei. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schaden wir insgesamt einstecken dürfen. Kann ich jetzt leider auch so sagen. Achso, haben wir hier noch was zu kaufen oder hatten wir jetzt alles? Nee, perfekt. Sprengstoff, dich brauchen wir, dich brauchen wir. Dann warten wir einfach mal an die Morgen, gucken nochmal nach. Okay, dann haben wir alles gekauft. Können wir auf jeden Fall das Netz hier noch fertig forschen. Und dann haben wir nur noch das Netz. 3 Tage, 18 pro Tag fängst du allerdings. Das ist natürlich nicht schlecht. Muss man einfach mal so sagen. Frage ist nur, ob sich das lohnt. Küstennähe, Flachwasser, Okay, genau, repariert, für geforscht haben wir. Das Lager, da haben wir... Haben wir hier noch ein bisschen Krimsi-Kramsi. So, dann gucken wir mal, ob wir die beiden hier haben. Haben wir. Dich haben wir. Und dich. Dann können wir euch mal in diese Steintafel hier geben. So. Der Fels zersplittert mit einem lauten Knacken. Er bröckelt weg und gibt seinen Kern frei. Oho. Irgendeine Flamme. Aha. Okay, da kriegen wir diese Flammen her, die wir wahrscheinlich irgendwie für die Statuen und das Feuer da brauchen. Für den alten Mann gehe ich mal von aus. Oder besser für den Fanatiker. Okay. Davon bräuchten wir ja eine für die andere Statue. Oh. Hallo? Sprengladung! Feuer frei! Immer yippie! Was haben wir hier schön? Das ist eine der weiteren Steintafeln, gehe ich mal von aus. Ja, wir holen die jetzt schon einfach. Was wir haben, haben wir. Was haben wir hier? Ne, Metall brauchen wir nicht. Da brauchen wir theoretisch auch nicht. Oder? Ja. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Dann lassen wir nämlich die Fische Fische sein. Haben wir da... Okay, da hätten wir noch was zum Sprengen. Warum auch immer wir da sprengen sollten. Halt. Nee. Was ist das hier? Stoff, zufälligerweise? Wir brauchen Stoff! Jawolla. Okay. Okay, zweimal Stoff. Da ist noch großes Metall. Brauchen wir aber theoretisch auch nicht. Da will ich nochmal ran. Boah. Ja, da ist die hohe Geschwindigkeit manchmal vom Nachteil, weil man doch sehr schnell irgendwo ranballert.
Aber gut. Ah, noch eine Münze. Dann kommen wir nach da unten. So. Okay. Da ist was Großes, Hässliches. Aber ziemlich großig, großes, Hässliches, war. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden jetzt nochmal gucken. Das können wir nicht. Auch nicht. Wir werden jetzt hier mal rumfahren und dann werden wir mal anlanden. Irgendwo hier konnte man, irgendwo kann man hier anlanden. Irgendwo hier muss man anlanden können. Wo kann man hier anlanden? Da kann man anlanden. Da landen wir jetzt an, in irgendeiner Höhle, okay. Ist okay, Leuchtturm, Höhle, etc. Leuchtturm? Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach Feierabend und machen dann beim nächsten Mal weiter von hier aus und schauen mal, dass wir vielleicht doch zum Fanatiker nächste Runde nochmal fahren, gucken, was er von uns will und anfangen, ja, die Quest von dem hier abzuarbeiten, hätte ich jetzt gesagt. Daher, danke fürs Zusehen und tschüss.